So, ihr Lieben, weil ich so oft gefragt wurde nach diesem leckeren Wasserkefir, werde ich euch jetzt mal schnell ein Video machen, wie einfach die Herstellung ist. Und zwar seht ihr hier einmal den fertigen Wasserkefir. Der ist innerhalb von 2-3 Tagen fertig und ihr seht, wie das hier sprudelt. Seht ihr das? Ich glaube, das kann man sehen, ne? Hier an der Seite. Es ist noch voll in der Fermentation und was den Wasserkefir so gesund macht, ist eben, weil er fermentiert ist und ganz viel Probiotika entwickelt hat. Und Probiotika ist das Gegenteil von Antibiotika. Also sehr, sehr darmfreundlich. Also ist ein Muss für unseren gesunden Darm. Hier ist mal der Kefir, das sind die Kefirkristalle. Hier könnt ihr sie mal sehen. Und ich wollte euch jetzt nur kurz zeigen, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Und dann setze ich gleich mit euch einen neuen Kefir an. Also, wir können jetzt diesen Kefir in die Flaschen füllen. Und ja, dabei werde ich jetzt mal die Zitronen hier rausholen. Wichtig ist, dass ihr nicht mit Metall in diesen Kefir reingeht und sauber arbeitet. Also Hände waschen sowieso. Klar, wisst ihr ja, habt ihr gelernt die letzten 2 Jahre, wie wichtig das ist. So, jetzt holen wir das alles mal raus. Das kommt nachher auf den Kompost. Und dann wird es einfach durch ein Sieb, alles Plastik, ja, ganz wichtig, durch ein Sieb in das Glas. So, also wie gesagt, diese Gläser solltet ihr auch gut sauber machen, einmal auskochen, ganz wichtig. Und dann könnt ihr es in den Kühlschrank tun. Und dann sprudelt es schon so ein bisschen, ist ein bisschen Kohlensäure drin. So, ich zeige euch jetzt, wie man den ganz schnell ansetzt. Und zwar braucht ihr dafür Zucker. Ich habe echt selten Zucker am Haus, aber hier habe ich Zucker am Haus. Der ist jetzt schon fast alle, deswegen wollte ich es heute mal mit Agavendicksaft probieren. Und es ist ganz wichtig, wenn ihr Zucker nehmt, dass der komplett aufgelöst ist. Deswegen habe ich hier, nehme ich hier warmes Wasser, um den Zucker aufzulösen. Mit dem Agavendicksaft geht das natürlich einfacher als mit den Zuckerkristallen. Und so, dann kaltes Wasser dazu und natürlich hübsches gefiltertes Wasser. Ganz wichtig. Also kein Leitungswasser, wenn ihr habt. Schönes Osmosewasser oder wie auch immer. Es sollte ein schönes, sauberes Wasser sein. So. Dann gebt ihr die Kefirkristalle dazu. Zitronen. Ich habe ja das Glück, ich kann sie hier frisch ernten. Und das habe ich auch gerade gemacht. Nehmen wir noch eine hübsche Zitrone dazu. Also, wenn ihr sie nicht ernten könnt, solltet ihr schon darauf achten, dass
dass es Bio ist, ist ja wohl klar. Und dann kommen noch, oh, das ist jetzt echt viel, war ich ja echt ein bisschen gierig. Dann kommen noch Trockenfrüchte dazu. Da müsst ihr ja drauf achten, dass sie ungeschwefelt sind, ganz wichtig. Ich habe hier unsere eigenen Feigen letztes Jahr getrocknet, sonnengetrocknet. Das braucht man noch zum Fermentieren. Und das war es eigentlich schon. Ach ja, und ein Geheimtipp ist eine Prise Salz, habe ich mir sagen lassen. Und ja, das war's. Und dann lasst ihr das nur ein paar Tage stehen. So, ihr solltet es abdecken, das ist auch noch ganz wichtig. Also Zewa drauf, Gummiband rum, ab in die Küche. Nicht zu hell, nicht zu warm, nicht zu kalt. Und dann gärt das 2-3 Tage vor sich hin und dann habt ihr ein leckeres, gesundes Kaltgetränk. Also viel Spaß beim Nachmachen und berichtet mal, wie es geworden ist. So, ganz wichtig noch zu wissen, den Kefir müsst ihr auch mal dann ausspielen und sauber machen nach Benutzung. Also, dann kommt alles in ein Glas mit Deckel und dann könnt ihr das im Kühlschrank lagern bis zur nächsten Verwendung. Ab und zu mal mit Zucker füttern. Viel Spaß!